liegen sollten. Guten Tag, Herr Lichtlein. Guten Tag, Herr Kuhn. Wie geht es Ihnen denn 3 Tage nach diesem denkwürdigen Landesparteitag und Ihrer Bewerbung als politischer Geschäftsführer der Grünen? Also persönlich geht es mir eigentlich ganz gut. Das waren einige sehr stressige Tage. Das Handy war ununterbrochen am Piepen. Ich habe es jetzt auch extra weggelassen, damit es diese Aufnahme nicht stört. Aber wir sind dabei, das aufzuarbeiten und wir werden damit umzugehen wissen. Die SZ spricht heute davon, dass man zarte Signale aus der Bundespartei erhalten habe, die andeuteten, dass es keinen Bruch der Satzung gegeben habe. Zarte Andeutungen interessieren mich eigentlich nur am Rande und vielleicht auch gar nicht in dem Zusammenhang. Das wird ein Schiedsgericht entscheiden müssen. Wir werden das Landesschiedsgericht anrufen müssen, weil wir den Instanzenweg einhalten müssen. Aber wenn das nicht zügig arbeitet, dann werden wir uns an das Bundesschiedsgericht wenden und darüber hinaus prüfen, welche weiteren Schritte wir noch einleiten können. Jetzt sprechen alle über eine Machtergreifung von Hubert Ulrich oder vielleicht nennt man es besser eine Machtdemonstration. Immer wird unterstellt, dass diese Macht auf nicht ordnungsgemäßen Grundlagen aufgebaut sei. Was können Sie denn zu diesem Thema sagen? War das auch am Sonntag sichtbar? Das war aus meiner Sicht natürlich sichtbar. Der Ortsverband Saarlouis hat 750 Mitglieder. Es ist die 4. oder 5. größte Stadt des Saarlandes. Und die haben ungefähr so viele Mitglieder wie die Hansestadt Bremen. Niemand glaubt, dass das mit rechten Dingen zugeht. Wir haben keinen Einblick. Das wird dann unter formalen Datenschutzgründen abgelehnt in die Dateien, wer da drin ist, wo die Menschen wohnen, wie viel Beitrag und ob sie überhaupt Beitrag zahlen, ob sie noch leben, ob sie im Saarland leben. Nichts gibt es und da ist, denke ich, der Bundesverband absolut in der Pflicht, für Klarheit zu sorgen. Und ich bin absolut sicher, dass dann keine 750 mehr übrig bleiben auf den Mitgliederversammlungen dort. Da tauchen vielleicht 30 oder 40 Leute auf und das ist ein derartig schlechter Prozentsatz der Mitgliederzahlen. Das ist extrem ungewöhnlich, um es mal so zu sagen. Aber ist es nicht Ulrichs Recht, Mehrheiten für sich und seine Gefolgsleute zu organisieren? Wie sehen Sie das? Wenn aus Saarlouis Mitglieder in einen anderen Ortsverband abkommandiert werden, um dort die Mehrheiten zu übernehmen, dann hat man dort Grenzen des Anstands überschritten. So darf man sich Mehrheiten nicht organisieren. Und zusammen mit dem Ortsverband Schmelz und anderen das Grüne Bündnis Saar gegründet. Das ist richtig, ja. Welche Ziele haben Sie damit? Ist das die Gründung einer parallelen grünen Partei oder die Organisation der Minderheit innerhalb der bestehenden? Also im Moment ist es die Organisation der Minderheit innerhalb der bestehenden Partei. Wir werden in Abstimmung mit dem Bundesverband darüber reden, was die nächsten Schritte sein können. Da ist aber im Moment noch nicht das Hauptaugenmerk unserer internen Diskussion drauf. Im Moment geht es halt um die Abstimmung des Vorgehens gegen das Ergebnis des letzten Landesparteitages. Und danach kommen dann die weiteren Schritte. Selbst wenn wir unterliegen sollten, was die Schiedsgerichtsbarkeit anbetrifft, dann heißt das nicht, dass das Bündnis zu Ende ist, sondern dann werden wir die dann uns angemessen erscheinenden Schritte diskutieren und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Wie gehen Sie denn seitens des Bündnisses mit dem neu gewählten Vorstand um? Ist da nicht das Tischtuch auch persönlich längst durchschnitten? Ich glaube, wir saßen nie mit denen an einem Tisch, dass man etwas hätte zerschneiden können. Das wird ähnlich sein, wie wir ja in Saarbrücken die Diskussion auch geführt haben. Wenn sich dieser Landesvorstand zu politischen Themen äußert und das von minderwertiger Qualität ist, dann werden wir uns zu diesen Meinungsäußerungen ebenfalls äußern. Und das ist dann möglicherweise nicht so ganz angenehm für die Leute dort, aber das ist dann deren Problem. Wird es Ihrerseits einen Aufruf geben, ähnlich wie der von Oscar Lafontaine, der ja von der Wahl der Linken an der Saar abgeraten hat? Soweit sind unsere Diskussionen noch nicht. Das ist ein Prozess. Es gibt ja Mitglieder, die das dann auch so vorschlagen würden. Aber das ist noch keine konsolidierte allgemeine Auffassung. Da werden wir, wenn wir die Sache mit der Schiedsgerichtsbarkeit von unserer Seite aus abgeschlossen haben, werden wir uns über solche Dinge unterhalten. Und da kann und will ich auch gar nicht vorgreifen. Das muss ein möglichst solidarischer
Diskussionsprozess sein und er kann nicht von Leuten, die ja schon fast zufällig als Ansprechpartner gewählt worden sind oder ernannt worden sind, kann man auch sagen, das kann von solchen Leuten nicht vorbestimmt werden. Das ist nicht meine Rolle, sondern wenn, dann werde ich dort mit moderieren, mithelfen, die Diskussion voranzubringen, aber nicht unbedingt, weil ich ein bestimmtes Ergebnis verfolge, sondern ich möchte, dass diese Gruppe einen gemeinsamen Weg in die Zukunft findet, wie auch immer er aussieht. Gut, kommen wir zur Landtagswahl. Da stehen ja auch demnächst Entscheidungen an. Eine Liste muss aufgestellt werden. Von welchem Prozedere gehen Sie aus und welches wünschen Sie sich? Als wahrscheinlich muss man ansehen, dass es ein Abklatsch der Aufstellung der Bundestagswahlliste sein wird. Das ist völlig klar. Was ich mir wünsche, ist, dass es eine Delegiertenversammlung gibt, in der die Vielfalt der Partei repräsentiert ist und dass man dann miteinander über Argumente, letzten Endes auch über Vorstellungen, die von einer gewissen Qualität sein sollten und von der Beantwortung von Fragen, wo man halt nicht nur auf Schweigen stößt, gekennzeichnet sollte. Das wäre mein Wunsch. Dass es da dann nicht unbedingt eine Mehrheit gibt, die mir gefällt, das ist eine andere Frage. Aber solange wie die Partei nicht ernsthaft repräsentiert ist, sondern ich bin halt nach wie vor der Meinung, von einer Sekte gekapert worden ist, solange muss ich einfach davon ausgehen, dass das so läuft wie bei der letzten Listenaufstellung. Sie sind jetzt schon längere Zeit in der innerparteilichen Opposition. Reibt Sie das nicht auf? Ich bringe mich ja woanders in verschiedenen Vereinen sehr gut ein und habe da auch meine Erfolge. Die innerparteiliche Opposition bei den Grünen, die ist so eine Art von Hobby, weil ich die Notwendigkeit sehe, dort deutlich zu machen, dass es im Saarland wirklich noch Grüne gibt und nicht nur eine Organisation oder Menschen, bei denen man das Gefühl haben muss, dass das einzige Ziel darin besteht, Leuten, die im Berufsleben gescheitert sind, eine hochbezahlte Stelle und Altersversorgung zu beschaffen.